Hallo. Hi, wir sind Anja und Ilan. Wir stehen hier vor unserem verhüllten Haus. Keine Sorge, wir haben kein Problem mit der Dichtigkeit. Wir haben nur die ganze Woche mit unserem Tiny House Bauer noch an der Fassade gearbeitet. Es hat rein optische Gründe. Wir zeigen euch das dann, wenn es fertig ist. Wir haben versucht mitzuhelfen, mit anzupacken. Und so war die Woche schneller um, als wir sehen konnten. Und wir sind ja heute Abend, also beziehungsweise heute schon auf dem Sprung Richtung Silicon-Filztal. Wenn ihr das Video seht, dann sind wir auch schon da. Genau, bist du nass geworden, ja? Nee, aber ich hatte irgendwie eine Spinne, glaube ich, auf der Nase. Es tropft hier nämlich ein bisschen. Es regnet nämlich seit Tagen durch, deshalb auch die Plan. Genau. Wir brauchen eine trockene Fassade, damit es funktioniert. Ja, und sonst können wir euch ein paar Sachen mitteilen. Also das, was so abgelaufen ist die Woche. Also zum einen die Fassade. Da sind wir vorangekommen und? Und wir haben eigentlich ein großes Highlight. Wir haben nämlich endlich mal unser Haus gewogen und können jetzt exakt bestimmen, wie viel unser Haus zum jetzigen Zeitpunkt wiegt. Ja, also wir haben das Haus erstmal aufgebockt. Wir wollten, beziehungsweise wir brauchten 20 cm vom Boden bis zur Unterseite der Reifen. Brandon hatte ja seine Industriewagen mitgebracht. Wir haben es nämlich in der Schnelle nicht mehr geschafft, das Haus so zu wiegen, wie es dann eben fertig auch hier steht. Und jetzt ist es soweit. Wir haben im Prinzip alle einzelnen Gewichte einmal von der Stützlast addiert mit der einen Seite der Achsen und dann der anderen Seite und sind auf ein sehr, sehr interessantes Gewicht gekommen. Mhm. Wir sagen einfach nur das finale Gewicht, denn wir mussten noch zwei Sachen abziehen. Ja. Einmal das Gewicht der Plan, die im Moment drauf sind, das konnte Brandon ziemlich exakt bestimmen, und dann noch das Gewicht unseres Schlaflofts. Wegen der Palovnia-Platten, die zählen ja für den Innenausbau. Die zählen auch noch dazu. Wollen wir das Gewicht jetzt verraten oder nicht? Ja, okay. Okay, also wir wiegen 2,5 Tonnen, so wie es hier steht. Und da waren wir echt begeistert, ne? Exakt 2,5 Tonnen. Wir haben ja mit 2,6 bis 2,7 gerechnet, weil wir enorm große Fenster und viele Fenster drin haben. Wahrscheinlich auch mehr als das durchschnittliche Tiny House, wenn man von durchschnittlichen Tiny House sprechen kann. Aber wir haben sehr viel Glas und Fensterflächen. Also wir hatten ja mit 2,7, denke ich, ne? 2,7 war das ja. Wir haben mit 2,7 gerechnet. Und sind nochmal 200 Kilo leichter. Es liegt auch nicht nur an den Glasflächen, dass wir mit 2,7 gerechnet hatten, sondern auch am Anhänger. Der ist auch etwas schwerer als der Anhänger von Vlemmix beispielsweise als Vergleich, weil der ganz oft genommen wird. Und vor allem, weil wir uns ja auch für den Balkon entschieden haben. Da könnte man meinen, aber man hat ja weniger Fassade, dann wiegt das Ding auch weniger. Das Gegenteil ist leider der Fall, denn man braucht zusätzliche Verstärkung. Man hat weitere Ecken und Kanten, die eigentlich nochmal an Gewicht drauflegen. Demnach sind wir umso erleichterter, dass wir wirklich exakt 2,5 Tonnen wiegen. Ja, und mit dem Ergebnis sind wir richtig zufrieden, weil wir wissen jetzt zumindest, das ist die Basis. Auf 2,5 Tonnen können wir jetzt bauen. Wir haben also noch über eine Tonne sogar Puffer. Da kommt ja noch die Stützlast oben drauf, haben wir jetzt auch nochmal gelernt. Also das heißt, wir haben 3650 Kilogramm zur Verfügung. Da sind wir total froh. Wir werden jetzt nicht nachlässig sein und trotzdem sukzessive gucken, was ist das leichteste Holz. Aber wir merken einfach jetzt gerade auch durch die Arbeit an der Fassade mit Brandon, es gibt Dinge, die müssen dann einfach jetzt passieren und demnach verschiebt sich unser Zeitfenster hier und da auch ein bisschen. Aber am selben Tag gestern war auch noch Michael und seine Frau samt Hunden von Box Living da, mit denen wir auch unsere Versorgung planen. Hier nochmal der Hinweis, bis zum 31.10. könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch noch ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Das kriegt ihr mit diesem Code etwas vergünstigter. Ja. Das heißt, die Versorgung läuft auch parallel. Wir haben gestern wieder einige schöne Ideen mit an die Hand bekommen. Ist es schön, jemanden hier zu haben oder jemanden hier gehabt zu haben, der sich auch mit dem Thema Versorgung täglich auseinandersetzt und auch einige Tiny Häuser schon gebaut hat. So sind wir um einige schlauer. Das kommt aber alles noch zu gegebener Zeit. Wir bauen jetzt erstmal noch weiter an der CAD unser Podest aus. Wie gesagt, werden euch das dann kommende Woche zeigen. Und wenn das klappt, weil nächste Woche geht es auch an der Fassade weiter. Wir wollen jetzt lieber keine Versprechungen machen. Es kommt, was kommt. Lasst euch überraschen. Ja, wir sind ja fast fertig. Ja, wir sind fast fertig, aber gut. Wir sind vor allem auch fertig für dieses heutige Video, denn wir sind auf dem Sprung jetzt, dass wir auch in Richtung München fahren können. Schneid jetzt noch schnell das Video. Wenn ihr das Video heute seht und ihr in der Nähe von München unterwegs seid, dann schneid auch gerne kurz vorbei auf dem Festival. Und
Hab ein tolles Wochenende. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.